das Spiel läuft. Gute Idee. Pepe. Di Maria. Khedira. Di Maria. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Xabi Alonso. Wunderbar herausgespielt. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Und so bereinigt man eine solche Situation. Einwurf jetzt. Ja, so kann es weitergehen. Hinterrein. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Pischek. Lojikowski bewegt den Ball. Ein Pass vom Feinsten. Dort in den Cristiano Ronaldo. Er zieht einfach mal ab und zack, der Ball ist im Tor. Ein Riesending gerade aus der Distanz. Ronaldo, eine Mann. Wie an der Schnur gezogen, der Schuss. Also hier nochmal deutlich zu erkennen, damit konnte ja überhaupt niemand rechnen, dass er da abzieht. Was für eine Distanz. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid. Lewandowski. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Subotic. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Ja, so eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Und das macht er richtig gut. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Und nun hat Real Madrid den Ball. Den hat er soeben klären können. Mesut Özil jetzt. Sofort abgezogen und ein klassischer Kopfballchance. Cristiano Ronaldo. Und der kommt genau an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, erstmal nur abgewehrt. Und der Torwart war wieder dran. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Jetzt sieht er ab. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Und er ist drin! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann muss das natürlich eine Pflichtaufgabe sein. Götze. Der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. Der Ball war im Tor aus. Ecke für Borussia Dortmund. Kopfball. Und der Ball erzappelt im Netz. Er spielt mit Köpfchen. Der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Es lohnt sich, an Standardsituationen zu arbeiten. Hier der Beleg. Mesut Özil jetzt. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler für jeden Stürmer. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Jetzt eine gute Flanke. Achtung! Ein verzogener Ball.
Ja, aber so kannst du das Ding auch nicht verwerten. Ach, das war eine Riesenchance hier. Das können wir uns nochmal anschauen. Alleine vor dem gegnerischen Torhüter. Ja, den muss man dann machen. Marco Reus, auch unter Druck, absolut ballsicher. Da freut sich der Trainer. Ein herrlicher Pass. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Das war aber wirklich eng. Khedira. Die Fans, die sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, was sie hier aufziehen. Bender. Marco Reus. Schmelzer. Und nun hat Real Madrid den Ball. Jetzt läuft der Ball gut, sie kombinieren hervorragend. Ein sehr schöner Pass. Ja, da kommt was auf uns zu. Und der Ball geht jetzt aus, es wird Abstoß geben. Subotic. Hummels. Götze. Das sieht gut aus. Piszczek. Götze. Mesut Özil jetzt. Schöner Pass. Peter attackiert. Kommt er das macht und Götze. Lewandowski. Götze. Geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Zur Pause können wir uns nicht beklagen. Es ist Spannung drin. Es sind auch ein paar Tore gefallen. 2:1 steht es hier. Der Ball rollt, aber hier im Estadio Santiago Bernabeu haben noch nicht alle Fans wieder ihre Plätze eingenommen. Piszczek. Götze. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gehalten zunächst. Und wir werden einen Eckball sehen für die Dortmunder Borussen. Und den hat André schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Stark gemacht. Also der Typ, der ist richtig gut dabei und strotzt vor Selbstvertrauen. Das nennt man dann wohl einen Lauf. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Subotic. Cristiano Ronaldo fängt den Ball an.
Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Achtung, jetzt! Guck mal hin! Schade, nicht getroffen. Aber der Pass war sensationell. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Subotic. Cristiano Ronaldo fängt den Ball an. Ein wunderschönes Zuspiel. Gut gemacht und jetzt weg damit. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er. Kehl. Bender. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Subotic. Mario Götze. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Ausländern. Cristiano Ronaldo. Was spielt der heute wieder für einen super Fußballer? Wie von einem anderen Stern. Für mich der Mann des Tages. Bender. Und jetzt starten sie einen Konter. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Das muss man mal deutlich sagen. Der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Götze. Sicher in der Ballbehandlung. Götze. Ja, so kann es weitergehen. Perisic. Und die Abwehr aufmerksam. Cristiano Ronaldo. Sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann, das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Benzema. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Di Maria. Bitte rein! Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab, das hat wehgetan. Das gibt Ecke für Real Madrid. Sergio Ramos. Das Bällchen ist doch heiß. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Kehl. Ganz klar, Vorteil, das Spiel geht weiter. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Lewandowski. Abeloa. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Pass raus auf den Flügel. Vorsicht, Kopfball. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Götze. Das macht sie sehr schön, müsst ihn aber jetzt nach vorne befördern. Cristiano Ronaldo. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Und das macht er richtig gut. Jetzt zieht er ab. Dieser Eckball könnte jetzt zumindest die Vorentscheidung, wenn nicht gar die Entscheidung herbeiführen. Der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt nochmal aus. Wunderbar herausgespielt. Oh,
Marcelo. Cristiano Ronaldo. Götze. So, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein, um hier noch zu versuchen mit dem Kopf. Und der kommt genau an. Jetzt ins Tor und per Kopf. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Die Fans von Real haben Spaß, denn ihre Mannschaft geht hier als Sieger vom Platz.